Ah, hier ist euer Silberklaue. Ja, ihr habt länger nichts mehr von mir gehört. Das lag halt da dran. Ja, Kind krank, ich krank, immer wieder. Das ist ja irgendwie so diese Herbst-, Weihnachtszeit, Winterzeit allgemein, wo man relativ krank ist. Vielleicht kennt ihr das ja selber von Familie und Kollegen. Und ja, dann halt, was ich mal bei Twitch geschrieben habe oder halt öfters auch meine Videos, dass ich halt auch Schichtarbeit mache und selbst eine kleine Familie habe, also einen kleinen Sohn, der noch nicht sehr alt ist. Also jetzt über 2 Jahre. Und das Ganze dann noch mit Stream und YouTube-Videos etc. Das nimmt alles ein bisschen viel Zeit ein. Und ja, da stand natürlich erstmal wieder Arbeit und Familie und gesund werden ein bisschen im Vordergrund. Und ja, hatte so ein bisschen selbst im Nachdenken, wie mache ich das Ganze, um euch dann halt dann trotzdem regelmäßig Content zu geben oder anbieten zu können. Genau, mein Plan ist erstmal so die YouTube-Videos, die ihr von mir kennt, generell erstmal nicht zu machen. Also wird wieder zurückkommen, wenn das mit der Schichtarbeit und Familie und den Stream, YouTube-Videos etc. dann wieder besser klappt. Und die Überlegung ist erstmal, also ich, wenn ich halt neue Aufnahmen mache, streame ich halt auch bei Twitch. Die Überlegung ist jetzt halt auch bei YouTube zu streamen. Also an sich müsstet ihr auch benachrichtigt werden, wenn ihr mir schon bei YouTube folgt. Wenn nicht, unbedingt nachholen. Da wird es dann auch so sein, dass bei dem Reiter auf YouTube, da habt ihr ja dann oben so eine Leiste stehen, wo steht Videos, Kanalinfo etc. Da gibt's dann auch so ein, taucht dann so ein Reiter auf mit Live. Also wie live gehen, etwas ist live, nicht live wie leben. Und da werden dann auch die Videos gespeichert. Ist nicht wie bei Twitch, dass du erst Vertreter oder Ambassador sein musst, wie das so schön heißt, dass die Videos dann immer zu sehen sind. Bei YouTube ist dann halt auch so, ihr könnt sie dann jederzeit angucken. Da mache ich das dann auch so, dass dann für jedes Spiel dann halt einmal ein Thumbnail erstelle, nicht so wie sonst bei den Videos, dass jedes Video seine eigene Thumbnail hat, also dieses Vorschaubild. Das wird dann so ein bisschen dann halt auch ein bisschen Arbeit abnehmen, dass ich dann durch diese Maßnahmen dann auch wieder mehr spielen kann, um euch auch mehr Inhalt anbieten zu können. Und so das Ganze auch als Hintergrund, das habe ich ja noch gesehen, so 2023, dass ich neben Arbeitnehmer und Familienmensch natürlich auch Gamer bin und selber gerne viel spielen möchte, wozu ich leider gar nicht kam. Also alles, was ihr an Videos oder übertragen gesehen habt, das war auch das, was ich wirklich nur alles spielen konnte. Außer halt vielleicht das, was man auf Arbeit oder so in der Freizeit mal am Handy daddelt oder sowas. Das zählt ja nicht wirklich. Und das war auch nicht so intensiv, was ich gemacht habe. Also so viel Freizeit hatte ich da nicht. Und genau, der Hintergrund ist dann noch, dass ich wieder ein bisschen mehr spielen kann, weil mein Pile of Shame ist ja quasi schon irgendwo da oben. Dass man den irgendwie jetzt abarbeitet und euch mehr Inhalt bieten kann. Ich euch mehr Inhalt bieten möchte. Also, der Plan ist natürlich jetzt Final Fantasy 16 zu Ende zu spielen. Ich glaube, DLC werde ich jetzt nicht machen, weil Ende, ja, Mitte, Ende Februar kommt ja schon der zweite Teil von Final Fantasy 7 Remake raus, also Final Fantasy 7 Rebirth heißt das ja. Das werde ich dann weiter spielen. Und noch so ein bisschen ausschlaggebend für die ganze Überlegung, dass wir denen mehr spielen, mehr Inhalte bringen, war jetzt auch so, dass ich ab 1. Dezember kam ja dann auch Dragon Quest Monsters The Dark Prince oder Der dunkle Prinz raus auf Deutsch. Das ist so ein bisschen, auch so ein bisschen mit Taming, also ein bisschen wie Pokémon, auch nicht das gleiche, also würde ich nicht unbedingt vergleichen, aber geht so in die Richtung. Und da hatte ich endlich mal wieder Zeit zum Spielen und konnte es auch so genießen. Und das habe ich echt vermisst. Und deswegen würde ich das jetzt irgendwie halt in so in der Richtung gehen. Also, wie gesagt, YouTube-Videos sollen auf jeden Fall noch kommen. Oder existieren dann quasi dann halt durch diese Live-Form. Sind dann vielleicht nicht gekürzt oder sind, also sonst habe ich dann 1-Stunden-Videos gekürzt. Das wird jetzt wahrscheinlich dann halt so wie eine Sitzung sein, wie ich halt dann spiele.
sind nochmal 2 Stunden, 3 Stunden oder was auch immer. Aber die könnt ihr wie gehabt bei YouTube dann angucken und dann an der Stelle, wo ihr aufgehört habt zu gucken, dann halt auch weiter gucken oder pausieren etc. Das geht dann alles oder halt auch selber live dabei sein. Das würde mich natürlich auch freuen. Dann können wir halt ein bisschen miteinander reden oder könnt auch Vorschläge einbringen, was als nächstes kommen soll. Genau. Und bei den oder allgemein 2023 ab und zu habe ich ja nochmal gesagt, weil ich halt auch bei Twitch nebenbei gestreamt habe, das, was ich aufnehme, dass ich da manchmal auch Probleme mit dem Upload hatte. Das Ganze konnte ich jetzt auch beheben in der Zeit, die ich jetzt habe oder hatte oder habe. Das sollte jetzt alles funktionieren. Also ich versuche bei YouTube, soweit ich verstanden habe, kann ich auch auf 2K streamen oder 4K würde auch gehen. Aber ich würde sagen, 2K reicht, so wie man die Videos. Und bei Twitch streame ich halt gewohnt so in HD, Full HD, irgendwas dazwischen was. Also 1080p ging gar nicht ganz bei Twitch, aber bei YouTube sollte das eigentlich gehen, dass da zumindest 2K läuft. Also 1440p, das sollte gehen. Werde ich dann die Tage jetzt mal ausprobieren oder vielleicht auch schon, wenn ihr das Video seht, auch schon den Abend. Ich versuche das jetzt mal Freitagabend schon mal zum Starten zu bringen. Also für euch wird das dann heute sein wahrscheinlich. Ich versuche es zumindest, ob es heute klappen. Und ja, ich hoffe, das kriegen wir alles hin. Wenn nicht, seid mir nicht böse, aber durch diese Maßnahmen sollte ich wahrscheinlich jetzt öfter dazu kommen, Inhalte anzubieten. Nicht irgendwie ein Video einmal im Monat oder alle paar Wochen oder irgendwie sowas wie das jetzt war. Und ja, weil ich das so ein bisschen verpasst habe, wünsche ich euch natürlich noch frohe Weihnachten nachträglich und ein frohes neues Jahr. Und ja, 2024 kann nur noch besser werden. Dann sehen wir uns dann halt bei nächsten Livestreams oder Videos. Dann gehabt euch wohl. Und ja, dann bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao.